Hallo und willkommen zu Patricks Vlog. Heute wieder etwas zum Thema YouTube. Das, was ich befürchtet habe, ist eingetroffen. Immer mehr Content-Creator werden komplett demonetarisiert und verlassen die Plattform. Tja, das bedeutet Änderungen. Das bedeutet für manche Leute Chancen und für andere Leute Probleme mit ihrer Existenz. Was ist da geschehen? YouTube hat es vergeigt. YouTube ist gestartet mit Broadcast Yourself, was eine extrem gute Idee war zum damaligen Zeitpunkt, meiner Meinung nach eigentlich auch immer noch ist. Und zwar, man öffnet eine Plattform für Menschen, die sich selbst in den Vordergrund stellen, Dinge, die ihnen wichtig sind, und damit hat man eine Basis von Menschen, die Inhalte erstellen, die so breit sind wie die Interessen der Bevölkerung. Klingt großartig. Meiner Meinung nach ist das auch großartig. Weil YouTube ist ein Platz für jeden gewesen. Noch, aber nicht mehr lange. 8 Jahre lief das dann gut. Was ist in den 8 Jahren? Na, sagen wir mal eher 6 bis 7. Aber es lief eine lange Zeit lang gut, 6, 7 Jahre. Und in der Zeit ist was passiert. Existenzen haben sich aufgebaut, weil wenn jemand 6 Jahre lang sich selbst und in seinen Kanal, in sich selbst und seinen Kanal investiert und am Ende 400 bis 500 Videos drin hat und von der Werbeausschüttung, mehr schlecht als recht, aber er davon leben kann, dann ist das eine Existenz. Und selbst wenn es keine Existenz ist, von der man leben möchte, ist es ein Projekt, in das man viel Herzblut gesteckt hat und das einem wichtig war. So, nach 6 bis 8 Jahren werden Geschäftsideen reif. In dem Sinne, ab dem Zeitpunkt kommt der Return of Investment. Ab dem Zeitpunkt kommt die Stunde Null. Also nicht die Stunde Minus, sondern die Stunde Null. Und ab danach geht's aufwärts. Danach beginnt das Geldverdienen. YouTube ist jetzt 2016, 2017. An dem Punkt angekommen, an dem viele Content-Creator, die, sobald die Plattform ein bisschen größer war, auf die Plattform gewechselt waren, an einem Punkt gekommen sind, an dem all die Früchte ihrer Investitionen, ihres Säens so langsam zu sprießen begangen. Sie konnten von dem leben, was sie taten. Und hatten auch, so langsam waren sie auf dem Weg, ihre Kosten reinzuholen, aus den letzten Jahren. In anderen Worten, da war eigentlich gerade dabei, richtig was in die Gänge zu kommen für die Content Creator, die sich selbst broadcasteten. Gut. Dass das Ganze gebombt wurde vom Wall Street Magazin, kann man in den Annalen der Geschichte nachlesen. Aber auch schon vorher wurden Kanäle demonetarisiert und stellenweise gelöscht. Aber wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, wovon wir es sagen können. Erstens, ich will es mit den Worten von Eli the Computer Guy sagen. YouTube is a horrible, 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 horrible Business Partner. Wenn man mit jemandem Geschäfte macht, läuft das gut, wenn beide Seiten davon partizipieren, Gewinn haben. Dass für sie beiden ein Gewinn ist. Dazu muss man gelegentlich miteinander sprechen, um zu erfahren, was will der Partner und wie kann man in dem Rahmen dazu beitragen, dass die Geschäftsbeziehung für beide Seiten sich erfolgreich gestaltet. Das bedeutet Kommunikation. Ein Update reinfahren und danach die Kanäle alle demonetarisieren, ist kein Diskurs. Das ist auch nicht Kommunikation, das ist Absägen. Rücksichtsloses Absägen. YouTube hat es vergeigt. YouTube war an dem Punkt, 2016 jetzt, an dem es für die Creator am besten lief, an dem Existenzen sich aufgebaut hatten. Und ab jetzt hätte das Ding richtig rollen können. Aber Eli, der Computer-Guy, verlässt jetzt YouTube zugunsten seiner eigenen Plattform. Die Argumentation ist eigentlich einfach. Wozu brauche ich 840.000 Subscriber, wenn ich mehr Geld damit mache, wenn ich 800 Leute habe, die $5 im Monat bezahlen? Ja, man braucht keine 800.000, 800 reichen. So sieht's aus. Und die eigene Webseite, die nimmt ihm nachher keiner weg. Seine eigenen Kunden nimmt ihn niemand weg.
das habe ich ja schon in einem anderen Video, die generischen oder intrinsischen Probleme von YouTubern, habe ich ja schon besprochen. Keiner auf YouTube hat Hoheit über seine Zuschauer. Kann die wieder mitnehmen, portieren, migrieren, nichts, gar nichts. Das war gerade der Punkt. Jetzt steht YouTube da mit Content-Creatern, die die Plattform verlassen, weil sie kein Geld mehr verdienen. Content-Creator, die jegliches Vertrauen verloren haben in YouTube, weil sie nämlich nicht wissen, alles, was ich jetzt investiere, wird mir das innerhalb von den nächsten Jahren einfach so genommen, ohne Vorwarnung. Wird mein Kanal irgendwann gelöscht, wird alles demonetarisiert. Ja, aber das fragwürdige Zeug. Nein, nicht nur das fragwürdige Zeug. Was ist denn heutzutage fragwürdig? Naja, über Essen dürfen keine Videos mehr gemacht werden. Ihr kennt das. Mittagessen, Film. Das nennt sich Foodporn. Demonetarisiert. Ich darf keine Katzenvideos einstellen, in denen zum Beispiel ich sage, ich gehe mit meiner Muschi in den Garten spielen. Pornografie. Demonetarisiert. Ihr dürft nicht auf die Idee kommen, dass man auf YouTube Videos einstellen kann zum Thema Lesben, Gay, Transgender. Also zum Beispiel Selbsthilfe oder Erfahrungsaustausch oder Diskussionen. Demonetarisiert. Hat einen Kanal von zwei jungen Damen, die da sich 5-6 Jahre engagiert hatten, betroffen. Die können jetzt gucken, wie sie ihre Miete zahlen. Alles runter. Alles, was in irgendeiner Art und Weise die Interessen der Bevölkerung, der Menschen, die sich selbst broadcasten, abdeckt. Okay? Weil das ist der Punkt. YouTube hat es verkackt. YouTube ist gestartet mit einer Plattform für Creator, die sich selbst broadcasten. Und YouTube hat sich gerade selbst die Creator, die sich selbst broadcasten, abgesägt. Weil keiner kann 4 Videos die Woche releasen mit 60 Stunden Arbeit, wenn er während der Zeit einen Vollzeitjob nachgeht. Das schafft keiner. Und die Zeit 2009 kam von Cinemassacre einmal im Monat ein Video. Also jetzt nicht von dem gesamten Konglomerat, sondern von dem Nostalgia Critic. Einmal im Monat. Das war's. Davon kann keiner leben. Aber man kann auch nicht leben, wenn man 4 Videos macht, weil dann hat man keine Zeit. Das schaut's. Und das sind die Zeiten, die in Zukunft anbrechen werden. Wir drehen das Rad der Zeit YouTube zurück. Kompletter Verlust des Vertrauens in die Plattform. Mich betrifft es nur so im ganz Kleinen. Also ich habe ja mehrere Kanäle, Patricks Live Support, ganz kleines Mini-Ding. Bespreche ich Probleme, Lösungsansätze, Beziehungssachen. Jo, brauche ich gar nicht erst anfangen mit Monetarisierung. Ist ja der bestlaufendste Kanal, üblicherweise. Seit 2 Jahren nichts mehr für das Ding gemacht. Läuft am besten von Zugriffen. Das ist krasse Scheiße. Geht nicht. Thematisch nicht monetarisierbar, brauche ich das gar nicht anfangen. Visio Retron könnte durchaus gehen von der Monetarisierung noch, aber bin ich bescheuert. Ehrlich, das ist nämlich das, was ich sage. Bin ich bescheuert. Ich habe das Vertrauen verloren. Ich weiß, YouTube kommuniziert nichts. Und von einem auf den anderen Tag kann alles, was ich mir auf YouTube aufgebaut habe, weg sein. Und jetzt stelle ich mir an der Stelle die Frage, soll ich da jetzt wirklich einen Kanal die nächsten 3 Jahre aufbauen? Was habe ich denn davon? Oder was bleibt mir, wenn das Ding einfach gelöscht wird? Und da kommt die Antwort, dann mache ich lieber meine eigene Webseite. Sorry. Nicht bloß gemeint, weil die erstmal in Suchmaschinen drin ist und der Content da irgendwie verfügbar ist. Und dann kann ich mir immer noch für 20 oder 50 Dollar im Monat irgendeinen Streamingdienst mieten. Und dann kann ich meine Videos darüber anschauen. Weil der Punkt ist ja der, wenn ich dann Benutzerbereich drauf mache, wenn ich sowieso nur 100 Leute habe, von denen YouTube sowieso nur 10 Leuten das Ding überhaupt im Instream anzeigt, sodass ich auf ein Video, wenn ich es nicht promote, sowieso nur 40, 50 Views kriege. Dafür brauche ich YouTube nicht. Das kann ich mit einem gemieteten Streamingdienst machen. Dann ist es halt ein Hobby, kostet mich halt 30, 40, 50 Euro im Monat für den Spaß. What the fuck ever. Ja, und dann habe ich das Ding. Dann kann ich damit machen, was ich will. Dann brauche ich mir um nichts Gedanken machen bezüglich Demonetarisierung oder dass mir jemand da irgendwas weglöscht. Und selbst wenn mir der Provider das dann weglöscht, weil ich den Vertrag beispielsweise beende. Ja, meine Website ist ja da, über die wurden die Sachen aufgerufen. Also mir geht nichts in dem Sinne verloren. Und 4 Euro für eine Webseite, die 100 Leute
als Member hält, ich bitte euch, das kriege ich für 2,99 Euro. Ja, also warum noch YouTube? Das ist eine interessante Frage, nicht? YouTube hat's vergeigt. YouTube hat den Creatern alles unter dem Hintern weggezogen. YouTube hat sich jegliches Vertrauen verspielt. Und YouTube hat Creatern die Zukunftsvision genommen, etwas auf ihrer Plattform erreichen zu können. Weil wenn ich die empirische Evidenz vor Augen halte, mir, dass Menschen die Dinge besprechen, die ihnen wichtig sind, ihnen das alles unterm Hintern weggezogen wird, die Existenz, die sie sich damit aufgebaut haben, dann sehe ich nicht den Punkt, warum ich auf der Plattform den Mund aufmachen sollte. Jo, ganz schlecht. Ich weiß, ich bin so ein tiny, teeny, kleines Problem. Irrelevant. Aber wenn Kanäle mit 840.000 Subscribern sagen, I'm done, Hashtag, I'm done, ich habe keinen Bock mehr auf YouTube, dann frage ich mich, wie es im Mittelfeld aussehen wird oder im ganz kleinen Bereich. Kommt da nochmal was nach? Ich werde wahrscheinlich weitermachen, Videos einstellen und Sachen machen, aber nicht unter der Prämisse, dass da irgendwann mal was rauskommen soll. Also ich habe da die Vision verloren. Sorry YouTube, du hast es vergeigt. In dem Sinne, viel Spaß noch bei den Kanälen von euch, euren Lieblingskanälen, solange sie noch online stehen. Und viel Spaß bei den Updates, die kommen, solange noch die Leute die Kohle haben, sie euch zu bezahlen. Und bis dann bei Patricks Video.